Moin Freunde, heute sind wir im Garten am Tisch, aber wir grillen nicht. Heute Morgen war ich noch draußen in Jacke. Jetzt kann ich im Moment wieder im T-Shirt stehen, aber das heißt, so langsam endet die Sommerzeit und es beginnt auch eine andere, ja, wie soll ich es beschreiben? Also der Winter naht, macht das Fleisch haltbar. Richtig. So sieht's aus. Gut ergänzt. Und da sind wir schon beim Thema. Räuchern. Es geht ums Räuchern. Einige fragten mich, die einen Tandoor haben, kann ich auch im Tandoor kalt räuchern? Wenn ja, wie? Es ist schwer, jemanden das und in der Kommentarfunktion das so einen Text aufzuschreiben und trotzdem bewegte Bilder sind einfacher zu verstehen, zu sehen, wie man es machen kann, und das werde ich heute erklären und zeigen. Ich habe hier ein paar Sachen auf dem Tisch aufgebaut, der Tandoor ist auch offen und erstmal Theorie und dann die Praxis. So, es gibt drei verschiedene Möglichkeiten oder zwei verschiedene Möglichkeiten, wie wir im Tandoor räuchern können. Zu einem gibt es Räucherschnecken. Es ist ein Sparbrand, man nennt es auch Jägersparbrand, man Räucherschnecke, ne? Diese ist von uns, von mir und meinem Vater, oder von meinem Vater und mir, der Esel ist zuerst selbst gebaut. Diese wird angeboten von Amphore Tandoor, gibt es auch in verschiedenen Größen. Also ich weiß jetzt nicht, ob bei Amphore Tandoor, aber allgemein gibt es diese Schnecken in verschiedenen Größen. Hier ist eine Auswuchtung gemacht für ein Teelicht. Das ist das Teelicht, zündet dann das Räuchermehl an und es brennt dann halt dementsprechend ab. Diese Varianten kann man auch von zwei Seiten anzünden und dann haben wir mehr Rauch und eine kürzere Rauchdauer. Dann gibt es die One and Only für mich Geschichte, den Rauchgenerator. Der Rauchgenerator hat viele Vorteile. Ich kann mir die Rauchmenge einstellen. Ich habe dauerhaft ohne Ende Rauch, wenn ich möchte. Und ich kann mittlerweile auch Pellets verräuchern mit dem Pelleteinsatz. Den habe ich jetzt halt hier drin, wie man sehen kann. Ich habe da aber noch der Rest von den Chips. Also man kann auch mit dem Pelleteinsatz die Chips räuchern oder verräuchern. Der Vorteil habe ich ja schon erzählt, dass der Rauch nicht durch die Chips zieht, dass die meiste Menge des Rauches hier an der Seite quasi am Rücken vorbeizieht und so die Chips nicht feucht werden und besser durchrutschen. Den Generator nutze ich immer mit einem Wellenflexrohr, Edelstahlrohr, und der wird halt hier drauf geschoben, so dass das Kondensat, wie man hier sehen kann, unten abtropfen kann, und so haben wir weniger Feuchtigkeit am Fleisch oder im Räucherofen oder in dem Falle im Tandoor. Gibt es übrigens jetzt, weil auch so viele gefragt haben, bei uns im Shop den Wellenflexrohr oder das Wellenflexrohr. Geräuchert kann werden Fisch, Fleisch, Käse, Eier, Knoblauch, alles was wir kalt räuchern können. Salz, Knoblauch. Salz, ja, Knoblauch habe ich gesagt. Entschuldigung, ja? Ich habe nur an den Pizzamann gedacht. Genau, der Pizzamann, der freut sich. Die Räucherhaken können wir dazu nehmen, um was aufzuhängen. Oder wir nehmen Fleischhaken, also Esshaken, oder wir nehmen Speckhaken, die wir ja auch schon gezeichnet jetzt haben. Jetzt guckt er mich an, als hätte ich eine Stunde auf die Haken geguckt. Die kommen jetzt auch noch, aber die werden wir euch zeigen, wenn wir dann räuchern. Eine ganz coole Geschichte. So, wir haben soweit alles vorgestellt, womit wir dann räuchern können, wie das jetzt dann funktioniert. Also, ich habe hier zwei Möglichkeiten im Tandoor was aufzuhängen. Entweder mit diesem Kreuz, der dabei ist, oder halt mit der Stange. Und wir gehen ganz normal von oben. Wir müssen jetzt, am besten ist es immer, wenn der Rauch zieht nach oben oder der soll aus dem beim Kalträuchern rausziehen, hängen wir uns das ganze Gedöns da rein. Übrigens die Haken, ne? Die hatte ich nach dem Räuchern, nach dem Grillen in die Spülmaschine gepackt. Die sehen aus wie neu. Echt? Das haben die? Ja, ja, mit denen haben wir letztes Mal gegrillt, in dem heutigen Video. Wir schließen jetzt die ganze Geschichte an, also mit dem Generator.
und zeigen euch das dann. Ich werde jetzt hier keinen Sparbrand anmachen, weil die Geschichte funktioniert ganz einfach. Wir stellen uns das Rost da rein, machen die ganze Geschichte voll, zünden es an, nehmen es hier mit diesen beiden Griffen, stellen es hier rein und dann hängen wir unser Räuchergut auf. Und dann wird das Ganze also unten offen lassen, oben offen lassen. Wir haben Kamineffekt und dann der ganze Rauch muss ja durchziehen. So, was das Geile bei dir ist, dir ist eigentlich scheißegal, wo drin du räucherst, ne? Also, ob es ein Karton ist, ob es eine Kugel ist, ob es ein Gasgrill ist, es ist eigentlich ja, man muss so Wumpe. Man muss nur zwei, drei Sachen beachten. Heute möchte ich euch auch zeigen, weil gefragt wurde, kann ich mit dem Generator auch im Tando räuchern? Und wir werden das jetzt aufbauen, wir werden den mal starten und dann werden wir auch sehen, wie der Rauch sich da drin verhält, indem wir das unten offen lassen und oben den kleinen Deckel offen lassen. Bis gleich. Das war aber ganz schön ein harter Cut, ey. Wir filmen das einfach mal trocken weiter, wie der Valentin das jetzt aufbaut. So Freunde, es ist alles aufgebaut, geht eigentlich immer ganz schnell, dauert 2-3 Minuten. Zum Testen habe ich den halb voll gemacht, ganz normal Luftschlauch rein und bis zum Ende durchschieben und dann geht es eigentlich schon los. Hier sollten wir uns einen Behälter hinstellen, weil das Kondensat hier abtropfen kann, es gibt hässliche Flecken. Ich habe den jetzt einfach unten reingeschoben. Dadurch, wie gesagt, dadurch, dass wir im Tando so einen Kamineffekt haben, dass es durchzieht, man müsste das beobachten beim Räuchern. Wenn da unten zu viel Druck von oben kommt und der Rauch hier unten rauskommt, müsste man das zumachen. Wenn wir eine Temperatur erreichen wollen von 15 bis 25 Grad gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder wir stellen uns ein Grablicht rein oder wir legen uns ein Brikett oder zwei da rein, die abglühen, oder wir machen so eine Schnecke, dass wir eine kleine konstante Temperatur haben. Oder wir, habe ich im Gartenhaus liegen, Terrariumheizung. Die legen wir uns im unteren Bereich hin, so dass die Temperatur die ganze Zeit drin ist und der Rauch halt nach oben befördert wird. Aber ich vermute sogar, wie ich das jetzt hier sehen kann, der Rauch geht hier oben raus. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie erkennen kann. Ja, ich denke, das sieht man. Der Generator, der braucht ja immer so 5 Minuten bis 10 Minuten, bis er auf seiner vollen Leistung ist. Aber ich zeige euch das mal eben. Der Innenraum ist gefüllt mit Rauch. Und mehr brauchen wir nicht zum Kalträuchern. Also wie gesagt, der Generator ist noch gar nicht voll da und dadurch, man sieht ja, wie der Rauch hier abzieht. Und wir machen hier unseren Kamin und da kann er noch besser rausziehen. Also das ist die Möglichkeit zum Kalträuchern. Jetzt wird gefragt, wie ist es, wenn der Tandoor dann, wenn wir damit geräuchert haben. Wir kennen das aus einem normalen Räucherofen, wir machen auf und wir denken, da hängt Speck drin, so riecht es dann da immer drin und diese Patina, wir brauchen da keine Angst haben. Wenn wir dann wieder voll machen mit Holz, anzünden, durchbrennen lassen, geht da komplett wieder, es wird alles verbrannt. Also ist bei den Temperaturen wird da drin einfach alles verbrannt. Da brauchen wir jetzt keine Gedanken machen. Das Einzige, was wir machen könnten, da unten, ich werde das mal wegholen, habe ich mein, ach da. Das Ding hier weg, das sollte man weglassen.
aber nur beim Generator. Also beim normalen Sparbrand kann man es auch drinnen lassen. Und da kannst du das mal vielleicht filmen. Hier unten würde ich vielleicht eine Schale hinstellen, weil da kann auch ein bisschen was vom Kondensat abtropfen. Da würde man das in so einer flachen Schale vielleicht auffangen. Und sonst würde ich da drin aber nichts machen. Und das ist das Einzige. Wie machen wir das mit dem Heißräuchern da drin? Entweder so, wie ich das gezeigt habe mit den Forellen, aber da haben wir natürlich viel Wumms. Oder wir nehmen das und machen das langsam bei einer kleineren Temperatur. Und wenn die abfallend ist, ich hatte letztens mal gemessen, nach 6 Stunden hat er immer noch 120 Grad gehabt oder 140. Das macht man dann langsam, indem man die Chips dazu gibt, das glimmt dann, verraucht und wir können warm heiß räuchern. Oder wir nehmen einfach oder gehen dahin und machen uns das wie in so einem Wassersmoker, dass wir da Kohle drauf packen, also ganz normale Holzkohle oder Briketts, und wir zünden, machen 3, 4, 5 Kohlen, die wir in der Mitte anzünden, das verbrennt nach außen weg und dann geben wir entweder Chunks oder Chips da drauf. Wer da Interesse hat und sagt, zeig uns, wie das funktioniert, machen wir gerne. Da hängen wir ein Stück Bauchfleisch rein und machen das mit dieser Methode. Ansonsten ganz einfach erklärt, Kohle rein, Briketts rein, anmach Briketts, anmach Kohle in die Mitte und dann brennt das von aus der Mitte nach außen weg. Wir haben eine kleinere Temperatur und mit den Chunks, mit den Chips können wir dann auch gleichzeitig smoken, räuchern. Das sind die Methoden, aber hauptsächlich wird gefragt wegen dem Kalträuchern. Weil wenn man so ein Tandoor im Garten stehen hat, dann stellt man sich vielleicht nicht wie so ein Bekloppter wie ich noch einen Räucherofen, noch einen Kugelgrill, noch einen Gasgrill. Man kann mit einer Sache verschiedene Sachen machen. Also nicht nur grillen da drin oder nicht nur backen, ihr könnt auch räuchern da drin, das funktioniert. Die Methoden habe ich euch gezeigt oder die verschiedenen Sachen. Gehen wir nochmal an den Tisch und wie ich schon sagte, viele Wege führen nach Rom und war es richtig oder war das Rom wurde nicht an einem Tag erbaut? Beides wohl. Beides, ne? Wir haben zu einem die Sparbrand-Variante, zum zweiten, was für mich persönlich einfacher ist, ist die Geschichte mit dem Kaltrauchgenerator, was auch halt wie gesagt schöner ist halt mit dem Pelletblech. Und Aufhängevarianten gibt es dann verschiedene. Ihr könnt das auch einfach einen Bindfaden drum machen, weil da haben wir uns jetzt unterhalten und haben gesagt, das Problem ist bei so einem Bindfaden, was ich immer kenne, egal wo man es hat, ob man es in der Mitte hat, dann in diesem Reifeprozess trocknet ja das Fleisch noch ein bisschen, das verzieht sich, oder wenn man es außen hat, dann zieht sich halt, es bleibt nie, wie man das kennt, viereckig, wenn man das schön aufschneiden möchte. Dann gibt es halt die Variante mit den Haken. Für Fisch haben wir die Geschichte zum Heißräuchern oder Kalträuchern. Und die dritte Variante oder vierte Variante, die werden wir euch demnächst noch vorstellen. Ist auch eine ganz coole Geschichte. Und ja, das ist soweit dann zum Thema. Wirklich, es juckt schon in den Händen. Wir werden auch dieses Jahr verstärkt wieder räuchern, das haben wir vorhin noch besprochen. Weil ich für mich persönlich habe auch nichts mehr in der Truhe. Und so einen schönen Speck, so einen schönen Schinken, das wäre mal wieder was Tolles. Und auch vielleicht was Neues an Fisch. Freunde, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Bis dahin.